Was geht ab, Leute, und willkommen zur Mein Liebster Challenge. Ich hatte ja schon mit Lichtwolf JM gesprochen, dass ich dieses Video auch irgendwann machen werde. Es halt zeitlich bei mir nicht immer so hinhaut. Ich mache jetzt mal ein bisschen hier leiser. Wie ihr sehen könnt, seht ihr mein Gesicht diesmal nicht. Ich habe mir einfach überlegt, ich mache das Ganze mal ohne Facecam. Also ich kann mich ja ganz kurz einblenden. Hallo? Halt. Ah, gutes Problem wahrscheinlich. Genau. Hallo und ich bin auch schon wieder weg. Genau. So, es geht im Endeffekt darum, Fragen zu beantworten. Und wie ihr gesehen habt, sind es nicht 11 Fragen, die ich beantworte, sondern 22. Warum denn so viel? Es liegt einfach daran, dass es bei mir zeitlich nicht anders möglich ist, eben das Ganze so zu bewerkstelligen, dass ich da jetzt zwei Videos rausflexe. Und aus dem Grund habe ich mir überlegt, ich mache ein großes Video. Und ja, beantworte die Fragen chronologisch. Das heißt, da ich die allererste Challenge von Lichtwolf JM aufgesetzt bekommen habe, werde ich auch als erstes die Fragen von ihm beantworten und anschließend die von Retro Juli. Ja. So, Frage Nummer 1. Welches Videospiel war das erste, das er selbst gespielt hat? Also es müsste irgendwann 1992 sein etwa. Da habe ich zum ersten Mal die NES gespielt. Und dort, also auf der NES, habe ich zum ersten Mal dann auch das Spiel Pepperboy gespielt. Ein ganz nettes Spiel, entwickelt von Atari. Damals gab es auch irgendwie eine Arcade-Version wohl, davor schon, die natürlich besser aussah. Das sahen eigentlich alle Arcade-Spiele mal aus, besser, wie die NES-Ports, aber diesbezüglich werden wir uns das Ganze mal auch anschauen, wie das so tatsächlich war. Und ja, egal, auf jeden Fall, ja, das erste Spiel, das ich gespielt habe, war Pepperboy auf der NES. So, Frage Nummer 2. Welcher Level bzw. Dungeon in welchem Spiel hat euch bislang am meisten Zeit gekostet? Ich müsste raten und ich würde einfach mal fast behaupten, dass der Wassertempel bei Ocarina of Time mir am meisten Zeit gekostet hat. Ich muss dazu sagen, dass es eben damals war, als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe. Ich glaube, das war irgendwann 98 oder so. Und ja, ich kannte eigentlich Zelda bisher nur im, ich sag mal so wie alle anderen auch, im 2D-Format, ja, und nicht im 3D. Und da war das Ganze doch ein bisschen unübersichtlicher als in den Vorgängern. Und das mit dem Wassertempel, das war ja schon so ein Rätsel, eben da das Wasser in den verschiedenen Etagen zu bringen und dann dort irgendwie zu schauen, wo ich jetzt hin kann, was ich da jetzt machen kann und so weiter und so fort. Aber irgendwann war es dann doch so. Und als zweites Spiel, wo ich fast nicht klar kam mit den Rätseln, das war, müsste ich jetzt gerade überlegen, oder beziehungsweise mit einem Level oder Dungeon. Also ich könnte jetzt eigentlich sagen, dass ich momentan Hearthstone spiele und da gerade die Erweiterung des Lichkönigs am Spielen bin und da auch sehr viel Zeit gerade am investieren bin, um da überhaupt voranzukommen. Bist du ja zum Beispiel ein Level. Oder bei Metal Gear Solid 5 auf der PlayStation 4. Da war ich auch an einem Level angelangt, wo es mich wirklich auch einiges an Zeit gekostet hat, dass ich da überhaupt vorbeikomme und so weiter. Ja, das war schon relativ nervig, aber ja, irgendwann hat es dann doch geklappt, möglicherweise. Ja, ich würde einfach sagen, wir machen mit der nächsten Frage weiter. Frage Nummer 3. Welches Spiel war das einfachste, das ihr bislang gespielt habt? Und zwar Star Fox, also das, was ihr jetzt gerade hier seht. Allerdings nicht in der NES-Version, sondern in der N64-Version. Genauso wie Mario Kart und so weiter. Also eigentlich die Spiele, die ich hier eben so schnell wie möglich bereits abgehandelt habe, waren so bisher die Spiele, die ich am einfachsten fand. Also, was ich auch einfach fand, muss ich ganz ehrlich gestehen, war Pokémon. Die Edition, das war eigentlich auch relativ einfach.
Also Rot und Blau. Weil bei Gelb war es ja schon so, dass man halt am Anfang halt ja mit Pikachu da irgendwie schlechte Karten hatte. So, gerade bei Rocco am Anfang. Und da musste man halt doch etwas härter trainieren und sich dann gegebenenfalls einen Raupi oder sowas fangen. Und hoffen, dass es dann irgendwann im Bertaniawald beim langen Training zu einem Smetbo wird, damit man halt dann eben Kleinstein und Onix von Rocco besiegen konnte. Einfach, oh shit, das war... Okay, haben wir trotzdem noch gepackt, sehr schön. Ja, ich würde einfach fast sagen, dass das so die einfachsten Spiele waren. Was wäre denn noch so ein Titel, wo ich sage, okay, das... Super Mario World oder... Was denn noch? Ich müsste jetzt viel zu lange überlegen und ich denke, die Zeit, die haben wir zwar schon, aber ich möchte euch auch nicht langweilen. Deswegen gehen wir auch gleich bei der nächsten Frage oder zur nächsten Frage, aber das waren so im Wesentlichen die, die ich auf jeden Fall weiß. Und genau. Also welche Reihe, Frage Nummer 4, welche Reihe sollte unbedingt mit einer Fortsetzung beziehungsweise mit einem neuen... Warte mal, welche Reihe sollte unbedingt mit einer Fortsetzung bzw. einem neuen Teil bedacht werden? Auf jeden Fall Zelda. Ich weiß jetzt nicht genau, was die Pläne sind nach Breath of the Wild. Es gibt jetzt zwar Erweiterungen, die da rauskommen, aber keine Ahnung, was danach passiert. Ebenfalls hätte ich jetzt schon fast gesagt, Pokémon. Da war es ja jetzt so, dass letztes Jahr... Sonne und Mond rauskam und dieses Jahr ja schon Ultramond und Ultrasonne. Also ich fände es eigentlich schon relativ ein zeitnahes, ich sag mal, Update für so Spiele. Also entweder steigt jetzt gerade die Welt so ein bisschen auf den Hype, den die ganzen Handy- oder Smartphone-Hersteller haben, um, dass man da irgendwie meint, man muss jedes Jahr ein neues Produkt, das eben konkurrenzfähig ist, rausbringen. Wobei ich finde, dass Pokémon eigentlich keine Konkurrenz hat jetzt so in dem Sinne. Da sind sie schon ganz eigen, aber ich denke einfach, die Monster, die werden halt einfach irgendwie immer, ja, immer mehr komischer eigentlich auch in ihrem Aussehen und das ist kein Vergleich, weil ich habe da sowieso keinen Überblick mehr, schon seit, keine Ahnung, einigen Editionen. Also ich fand es auch ganz gut, bis Saphir und Rubin damals, aber dann irgendwann war es halt dann auch für mich doch ein bisschen unübersichtlich und zudem war es halt auch so, dass ich dann irgendwann halt in einem Alter war, wo es mich nicht mehr so interessiert hat. Jetzt wiederum interessiert es mich schon wieder so ein bisschen. Ich meine, das ist ja auch ganz nett und so, aber ich finde, dass da auf jeden Fall bedacht werden sollte, was da passiert. Genauso finde ich das ganz nett, was Dings anbelangt, hier Metroid, was da daraus kommt. Ebenfalls Destiny 2 und The Last of Us, was da dann noch passiert. Genau, da gehen wir jetzt dann auch gleich zur Frage 5 drauf zurück, und zwar auf welches Spiel wir uns am meisten freuen. Das wären auf jeden Fall Destiny 2 und The Last of Us 2, auf die ich mich jetzt gerade im Moment... Oh shit, das könnte unter Umständen blöder aussehen jetzt. Wären so die Spiele, auf die ich mich auf jeden Fall sehr freue. Und was gibt's noch? Also im Moment ist, wie gesagt, eher so ein bisschen mau, auch was die Zeit angeht, dass ich mich da auf, oh shit, auf großartige, also auf andere Spiele großartig freuen kann. Also Destiny 2 und The Last of Us 2 sind so die Spiele, die ich auf jeden Fall, auf die ich auf jeden Fall schon eine Weile warte und auf die ich mich auch freue. Frage Nummer 6. Welches Spiel war das merkwürdigste, das ihr bislang gespielt habt? Komischerweise komme ich da doch echt öfter auf die SNES zurück, als mir eigentlich lieb ist. Aber es gibt da schon so ein paar Spiele, gerade auf der SNES oder halt auch im PC. Ich weiß, es dreht sich eigentlich meistens alles um Konsolen, aber ich bin persönlich derjenige, der überall spielen kann. Also auf der SNES gibt es da so ein paar tolle Spiele, auf die ich auch mal in einem Video zurückkommen werde. Da werden wir so ein paar komische Spiele abhandeln hier. Und da war auf jeden Fall ein Titel dabei. Da gibt es einige, aber den fand ich wirklich komisch. Auch wenn er, ja, ich weiß nicht, vielleicht für den einen oder anderen ganz normal scheint oder so. Und zwar war das Captain Novolin. Das ist so ein Spiel von irgendeiner Diabetes-Organisation oder sowas.
Die haben sich da wohl nichts Besseres einfallen lassen, als da irgendwie ein Spiel rauszuhauen für Diabetiker, also ich denke mal vorzugsweise Kinder, wo dann diese eben, ich sag mal, ihren Insulinspiegel oder irgendwie die Messwerte ihres Insulinspiegels da in dem Spiel eintragen können, und dementsprechend hat halt eben auch der Hauptcharakter oder der Held eben in diesem Spiel Leben oder kann halt eben, ich sag mal, Schaden verkraften. Und da geht's halt im Endeffekt so, dass man halt irgendwie von A nach B laufen muss und dort dann von Kuchen und Burgern und Fritten und Süßgetränken da angegriffen wird, und die treiben natürlich dann eben den Zuckerspiegel im Blut hoch, und wenn man halt nicht genug Insulin hat, dann stirbt man halt eben an einer Überzuckerung, ja, einem Zuckerschock. Genau, ja, das fand ich so am merkwürdigsten. Natürlich gibt es dann auch ein paar andere Titel, aber die werden wir auf jeden Fall dann mal in einem Video sehen, und da schauen wir einfach mal. Bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Genau, dann geht's weiter mit der Frage Nummer 7. Welche Spieleperle ist zu Unrecht beinahe in Vergessenheit geraten? Da muss ich ganz ehrlich sagen, Metroid. Und, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, die Frage Nummer 4, welche Reihe sollte unbedingt mit einer Fortsetzung bzw. einem neuen Teil bedacht werden, wäre ebenfalls auch Star Fox. Ich fand den Wii U-Teil komisch, aber ich hoffe, dass auf der Switch auf jeden Fall, ich denke mal, also ich hoffe nicht, dass da jetzt wieder ein Remaster rauskommt, wie wir es schon für eben die N64 damals bekamen. Natürlich, klar, die Grafik ist um Welten besser jetzt im Vergleich hier zur SNES-Version, aber es gab dann etliche Remakes, auch auf der 3DS und so weiter. Und auf der GameCube haben sie sich dann schon ein bisschen getraut, in eine bestimmte Richtung zu gehen, was Star Fox angeht. Aber ja, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, Metroid sollte auf jeden Fall nicht in Vergessenheit geraten. Also nicht das klassische Metroid. Ja, weil die 3D-Version von Metroid fand ich ganz okay, aber ich würde mich auf jeden Fall auf einen 2D-Teil folgen. Genauso würde ich es begrüßen, wenn ein gutes Castlevania erscheinen würde jetzt dann irgendwann vielleicht. Ich weiß nicht, ob sie es abgeschrieben haben oder auch nicht. Genauso wäre es schön, ich weiß ja nicht, wie es um Metal Gear Solid steht, aber ja. Wobei es geht ja jetzt darum, welches Spiel beinahe in Vergessenheit geraten wäre. Also Metroid, der hat die 2D Version ist für mich in Vergessenheit geraten. Genauso wie, jetzt mal überlegen. Beinahe in Vergessenheit geraten. Der Castlevania irgendwo. Ja, ein Stück weit. Ich meine, das letzte Castlevania war dieses Lords of Shadow, und irgendwie danach kam ja auch nichts mehr Großartiges. Ich vermute einfach mal, also ich weiß jetzt nicht, ob das die Frage dementsprechend korrekt beantwortet, aber ich bin einfach der Meinung, dass gerade diese Titel auf jeden Fall für mich persönlich beinahe in Vergessenheit geraten sind. Natürlich gibt es Titel, die ich sag mal, die es verkackt haben irgendwo. Die sind es aber auch nicht wert, irgendwie jetzt wieder aufgewischt zu werden oder wieder aufgenommen zu werden oder sowas. Also die sind für mich schon mehr oder weniger, ja, durch. Das wären zum einen Duke Nukem oder auch Contra. Eben Spiele, die auch mal ganz gut waren, aber ja. Und ansonsten, ja, ich würde einfach sagen, wir machen weiter mit der Frage Nummer 8. Welchen Charakter aus einem Spiel würdet ihr gerne mal in der Realität begegnen und warum? Also gerne würde ich mal Link begegnen. Man glaubt es kaum, aber ja, Link wäre so ein Charakter, den ich mal gerne begegnen würde. Einfach, weil ich mal Lust hätte, mich mit ihm zu unterhalten und zu schauen, ob er wirklich so stumm ist oder nicht. Und ich würde es einfach mal cool finden, ihn eventuell so ein paar Sachen zu fragen. Und als weiteren Charakter würde ich auch gerne Snake von Metal Gear Solid treffen und mit ihm einfach mal so ein bisschen abhängen. Ich denke, der ist ja richtig cool unterwegs. Oh shit, die hätte ich abschießen müssen. Habe ich jetzt mal vergessen.
Aber wenn ich die Wahl hätte zwischen Snake und Link, dann würde ich mich doch tatsächlich eher für Link entscheiden. Tatsächlich. Dann Frage Nummer 9. Welcher Song sollte unbedingt einmal in einem Spielsoundtrack Verwendung finden? Da fällt mir jetzt auf die Schnelle Did My Time von der Band Korn ein oder auch von der Band Tool 46 and 2. Wären so Titel, die mir auf jeden Fall mal gefallen würden, eben wenn ich sie in einem, Spiel hören würde. Ich denke, die würden in bestimmten Szenen oder zu bestimmten Ereignissen ein ganz gutes, eine ganz gute Hintergrundmusik abgeben für bestimmte Szenen oder bestimmte Geschehnisse in einem Spiel. Da in so Spielen wie Zelda oder sowas kann man sich das nicht vorstellen, aber in anderen Titeln, wo es halt doch so ein bisschen in die Action-Richtung geht oder sowas, muss nicht unbedingt jetzt so ein typischer Shoot'em-up sein, aber wo es dann doch ein bisschen zur Sache geht, eben könnte ich mir diese Titel auf jeden Fall vorstellen. Welche Sprachen sprecht ihr? Das ist Frage Nummer 10 und dazu kann ich beantworten eben die Frage, die Sprache, in der ihr mich jetzt gerade sprechen hört, ist eine von insgesamt 4. Dazu kommen noch Englisch, Spanisch und Italienisch. Das sind die Sprachen, die ich beherrsche. Ich würde gerne auf jeden Fall noch Sachen wie Japanisch oder Russisch lernen. Mal schauen, ob ich das irgendwann noch hinbekomme in meinem Leben. Wäre gar nicht mal so schlecht. Ich bin da sowieso ein bisschen fasziniert von, sei es von der russischen Sprachfamilie, beziehungsweise von der russischen Sprache, als auch von der japanischen. Genauso wie die Kultur. Ich hab's gerade nicht so drauf mit dem Fliegen. Also kulturtechnisch finde ich die russische Kultur sehr interessant. Aber mich persönlich reizt eher die japanische Kultur, verdammt. Ja. Na Gott sei Dank. Und damit wären wir auch schon zur letzten Frage hier, Frage Nummer 11. Zu welchem Film bzw. Buch sollte es eine Umsetzung als Videospiel geben? Schwer zu beantworten. Also die meisten Filme oder so wurden ja schon mehr oder weniger in Spiele umgesetzt, ob sie gut waren oder nicht. Schwer zu sagen. Also ich denke, der Herr der Ringe war eigentlich eine relativ gute Umsetzung eines Videospiels, beziehungsweise ehemals Buch. Und Sachen wie Game of Thrones oder sowas, die sind ja sowieso. Glaube ich, hat es jetzt zerrissen wieder. Ja. Sachen wie Game of Thrones oder sowas werden ja sowieso von Telltale Games wie auch viele andere Filme oder sowas umgesetzt werden. Aber so jetzt als Film würde mir einfach nur mal John Wick einfallen. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, das ist ein Actionfilm mit Keanu Reeves. Ich könnte mir vorstellen, dass es davon eine relativ gute Umsetzung geben könnte als Spiel. So ein bisschen à la Max Payne. Max Payne 2. Wobei diese Spiele ja mehr oder weniger heutzutage ja schon out to date sind, aber es wäre auf jeden Fall denkbar, dass es da. Dass es da doch ein ganz gutes Spiel geben könnte. Oder auch Deadpool gibt's ja schon ein Spiel. Was wäre denn noch ganz interessant? Wow, das war aber. Die ändern sich ja auch kurz vorher, die Scheißdinger. Außer die jetzt. Wow. Müsste gerade echt überlegen, aber ja, ich denke so, ich bleib mal bei John Wick. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein Beispiel. Ja. Ich denke, damit wäre die Frage auch beantwortet. So, dann hätten wir auch die Fragen vom lieben Lichtwolf JM hier abgearbeitet und könnten uns dann in die Fragen vom lieben Retro Julie wagen. Und dazu nehme ich jetzt auch ein ganz anderes Spiel hier, nämlich, ja, lass dich überraschen. So, Retro Julie hat folgende Fragen gestellt.
Frage Nummer 1. Euer Hauptgrund, mit YouTube angefangen zu haben. Als Hauptgrund, dass ich mit YouTube angefangen habe, ist es so, ich habe es immer drauf hier mit der Namenseingabe. Der Hauptgrund, warum ich mit YouTube angefangen habe, war eigentlich ich war sehr großer Fan des AVGN. Also ich mag es ja heute noch, den Kanal. Ich durchforste meistens auch nur die alten Videos, beziehungsweise schaue mir auch meistens nur die alten Videos von ihm an. Weil das, was da so heute kommt, ist zwar ganz nett, aber ich vermisse so die alten Zeit, sag ich mal, was den AVGN betrifft. Den Angry Video Game Nerd, falls er euch was sagt. Und ich dachte schon, ich verrecke jetzt schon am Anfangsbildschirm. Und es war so, dass ich halt damals schon eine kleine Videospielkollektion besaß. Zwar nicht in dem Ausmaß wie er, aber ich fand's halt cool. Ich dachte, ich könnte vielleicht doch auch auf deutscher Sprache sowas in der Richtung machen. Also ich wollte jetzt nicht da eben den Stil oder sowas von ihm irgendwie klauen oder sowas. Ich habe halt damals zu dem Zeitpunkt, das war so 2010 rum, gesehen, dass es auf Deutsch sowas in der Richtung nicht gibt oder zumindest halt eben nicht so, wie ich es machen würde. Weil jeder von uns macht es ja irgendwo auch anders, ja. Und mit einem Kollegen hatten wir uns damals halt eben überlegt, das Ganze doch umzusetzen. Und ich hatte mir dann damals auch einen Videograbber geholt, also so einen, ich sag mal, so einen billigen Videograbber für Standard, für so Standard-Komponenten, Kabel oder SCART, damit ich halt Super Nintendo, N64 und alle anderen Gerätschaften, die eben, ja, sowas genutzt haben, aufnehmen kann. Also hauptsächlich so Retro-Zeugs, ja, das, ja, wäre kein Thema gewesen, sag ich mal. Mit denen wäre alles gegangen. Irgendwann war es halt dann so, dass ich mir überlegt hatte, das Ganze wurde halt irgendwie auf Eis gelegt für eine Zeit. Und ich habe dann diesen Kanal unter dem Namen Retro Gamers Channel eröffnet im Jahr 2011, Ende des Jahres 2011, als dann eben so ein bisschen die Ideen kamen halt, aber es hat einfach an Zeit und Umsetzung gefehlt und keine Ahnung. Also ich wollte es zu Anfang auch nicht alleine machen und deswegen kam da wirklich lange Zeit nichts. Dann war es halt so, dass ich mit einem anderen Kumpel versucht hatte, da was zu machen. Wir hatten auch eben, ich weiß nicht, ob es die ein oder anderen von euch schon mal gesehen haben, hier auf dem Kanal gibt es die diese Zock dich durch die Kindheit-Reihe. Das wäre mehr oder weniger sowas in der Richtung gewesen wie eben so Retro-Gaming-Zeugs, nur dass wir halt eben Spiele aus unserer Kindheit reviewen, spielen und dazu halt was sagen, ja. Und dazu gibt es halt eben, wie gesagt, eine Folge auf diesem Kanal, die das Spiel Little Nemo Dream Master betrifft. Und dazu haben wir eben, wie gesagt, ein tolles Video gemacht mit lustigem Intro und allem drum und dran. Aber aus Zeitgründen und ja, Zeitgründen hauptsächlich war es das auch. Ja. Das war das einzigste Video, was wir dann tatsächlich umgesetzt hatten. Wir hatten zwar schon ein paar Aufnahmen gemacht gehabt, aber die, ja, ich sag mal, es konnte davon nicht viel verwendet werden und deswegen, ja, war es halt so, dass man es halt einfach dann, ich sag mal, gelassen hat dann irgendwann auch, ja. Dann war es so, dass ich irgendwann halt angefangen habe, mir Zeugs zuzulegen, weil der Traum des eigenen YouTube-Kanals, ich sag mal, zwar aufgehalten war, aber halt nicht aufgehoben, ja. Und irgendwann entschied ich mich halt einfach dazu, das Ganze selber irgendwie zu machen. Und ja, ihr seht einfach, was draus geworden ist. Ich habe den Kanal irgendwann halt dann umbenannt, beziehungsweise bekam einfach den Hinweis vom lieben Dravomix, einfach den Kanal umzubenennen, da ich da sowieso hier das alles im Alleingang mache. Und ja, und der Name Araiguma entstand eigentlich schon vor einigen Jahren. Einfach so aus, ja, ich sag mal, da ich die japanische Sprache mag und mich sehr mit Waschbären verbunden fühle,
hatte ich mir überlegt, wie denn sich das Wort Waschbär auf Japanisch anhören könnte. Und ja, da wurde halt der Name Araiguma geboren. Das war so die kurze Geschichte jetzt auch noch dazu, ja, falls ihr euch fragt. Kommen wir einfach mal zur Frage 2. Wir haben ja schon lange hier mit der Frage 1 uns beschäftigt. Mein Lieblingsspiel zurzeit. Zurzeit spiele ich gerne Halo in der Master Chief Edition. Und ja, ich finde es einfach geil, wieder so ein bisschen Halo zu zocken. Und also im Moment ist es so das Spiel, das ich im Moment sehr gerne zocke. Und natürlich eben Breath of the Wild, was ich eben hier für euch in einem Let's Play auf meine Art und Weise auf dem Kanal hier mache. Ansonsten, Lieblingsspiele aller Zeiten sind natürlich alle Zelda-Spiele, aber eins ganz besonders, und zwar Majora's Mask. Mir gefällt einfach das Düstere in dem Spiel. Und ich würde dieses Spiel wirklich für nichts in der Welt eintauschen. Ja. Also es ist einfach das Spiel, das mich so, muss ich ganz ehrlich sagen, am meisten berührt. Ne? Und ja, also ich finde Final Fantasy natürlich auch sehr toll, aber Zelda ist halt so das Spiel, was mich schon mein Leben lang begleitet und bis so viele Situationen weg auch schon begleitet hat. Und deswegen bleibt es auch Zelda. Auf welches Spiel freut ihr euch am meisten, wenn es rauskommt? Die Frage hatten wir schon vorhin. Es ist aber nach wie vor Destiny 2 und The Last of Us 2. Was war eure allererste Konsole oder Handheld und mit welchem Alter? Also meine allererste Konsole war ja schon wie in der Frage 1 von LichtwolfJM die NES. Und meine allererste Konsole war der Game Boy, der alte. Den habe ich heute noch, diese Totklopper, der weiße. Und also die NES war etwa mit 2 und der Game Boy war etwa mit 4 oder 5, müsste es gewesen sein, also plus minus. Mein Onkel hatte zwar zu dem Zeitpunkt schon einen Game Boy, aber auf dem durfte ich nicht wirklich spielen, also nicht immer, und deswegen kam ich dann irgendwann meinen eigenen. Und da waren die Spiele Super Mario Land 2 und Link's Awakening dabei. War allerdings nicht meine erste Bekanntschaft mit Zelda, da ich auf der NES, oder beziehungsweise sich mein Vater auf der NES damals Zelda 1 und 2 geholt hatte. Genau. Was mit der NES passiert ist, das frage ich mich auch. Also ich weiß nur, dass mein Vater sie irgendwann, als ich, keine Ahnung, irgendwann später halt meinem Cousin verschenkt hat oder so. Und die, ja, Jahre später habe ich mich mal darauf angesprochen und gefragt, ob er sie noch hat, aber erstens hat er sich gewundert, woher ich das überhaupt weiß, weil ich war relativ klein, und zweitens meinte er, nee, da kannst du vergessen, die ist schon lange weg. Genau. Fand ich schade, aber ja, gut, was soll man machen. Irgendwann werde ich die Spiele dann doch noch tatsächlich physikalisch besitzen. Was ist eure Lieblingskonsole Handheld aller Zeiten? Muss ich leider mit der SNES beantworten. Was heißt leider? Das ist einfach die Konsole, mit der ich dann tatsächlich aufgewachsen bin. Und Handheld, an sich würde ich sagen der Game Boy, aber der 3DS, weil er einfach, ich sag mal, weil man auf den eben auch Game Boy Spiele und SNES und so weiter drauf zocken kann. Also es ist eigentlich eine gute, ich sag mal, es ist eine tolle Art, seine ganzen SNES-Spiele mitzunehmen. Und dann halt eben auch A Link to the Past woanders zu spielen, außer halt zu Hause. Aber im Prinzip ist es der Game Boy und die SNES. Gibt es ein Vorbild für euch auf YouTube? Wenn ja, welcher und warum? Also Vorbilder an sich gibt es nicht. Wie soll ich sagen, ich finde Leute cool, das sind halt auch die Leute, die ich abonniert habe, die ich auch weiterempfehle. Das sind die Leute, die ich halt eben cool finde, wo mir der Stil halt auch von denen gefällt, aber dass ich jetzt sage, ich sehe da irgendjemand als Vorbild, das ist nicht der Fall. Also ich bin mein eigener Vorbild
Oder nehme halt Personen aus dem echten Leben, aus dem Familienumkreis. Oder ja, das klingt jetzt auch komisch, weil Leute auf YouTube sind nicht vom echten Leben, warum? Das sind Bots. Nee, also ich nehme Personen aus meinem näheren Umfeld, hauptsächlich mein Großvater als Vorbild. Und ja, da wird sich auch nichts ändern. Ja, das war vielleicht in der Pubertät anders, dass man halt irgendwie irgendwelche Bandmember oder so oder keine Ahnung als Vorbilder sah, oder als man halt noch Gitarre gespielt hat, irgendwelche Gitarristen als Vorbild sah. Aber das hat sich geändert. Ja, da irgendwann mit dem Alter kommen halt eben auch Sachen in den Kopf, die halt bestimmte Werte eben, ich sag mal, oder Menschen, die halt bestimmte Werte vertreten, die man halt auch vertritt, und deswegen sieht man die als Vorbild. Was benutzt ihr als Schnittprogramm? Als Schnittprogramm werden Sachen benutzt wie zum Beispiel Lightworks oder ab und zu mal Vegas in einer Testversion. Das ist auch so ein Programm, was ich mir irgendwann mal holen werde. Aber im Moment ist mir das einfach viel zu teuer. Oder es ist mir viel zu viel Geld, die ich investieren müsste für den Kanal hier. Natürlich ist es mir wert, ich habe auch schon einiges an Geld in den Kanal investiert, also glaub nicht, dass da schon einige 100 Euro reingeflossen sind in den Kanal. Aber ich würde mich freuen, wenn der Kanal auch irgendwann mal Früchte trägt. Jetzt nicht in dem Sinne von Cash, aber halt im Sinne von Abonnenten und einer tollen, ich sag mal, Base einfach, mit der ich mit einer tollen Fanbase und einer gewissen Unterstützung, sag ich mal, ja, wo ich halt sagen kann, hey, das wird sich ja mal, ich sag mal, das wird sich dafür lohnen, ja, das Geld auszugeben. Gibt es einen YouTuber, den ihr gerne mal treffen möchtet, und warum? Ja, es gibt so einige YouTuber, die ich gerne mal treffen würde, zumal die halt, mit denen ich ja was zu tun habe, sei es eben jetzt auch ihr beiden hier, Lichtwolf wird M und Retro Julie. Es wäre aber cool, wenn wir uns einfach mal irgendwie treffen könnten. Würde ich jetzt einfach mal behaupten, einfach so als kleines Meetup, so ein bisschen abhängen, reden und einfach mal, ja, sich ein bisschen austauschen, so über die Erfahrungen, die man hier so gemacht hat. Und ich denke, das war einfach ganz nett, so ein kleines Treffen zu machen und eventuell so eine Art, also eine Art Netzwerk zu gründen miteinander, dass man halt einfach, ja, irgendwie sich als Gemeinschaft doch irgendwie in diesem großen Netzwerk profilieren kann. Das wären so die Leute, mit denen ich, wo ich, sagen wir mal, wo ich es denkbarer finde, dass ich mich mit denen treffen kann, einfach nur, weil es von der Möglichkeit her geht im Moment. Wen ich auch treffen würde, sehr gerne, wäre iDubbbz. Ich bin ein sehr großer Fan von iDubbbz, einfach aus dem Grund, ich habe den irgendwann mal so kennengelernt, also gesehen auf YouTube, und fand einfach seinen Stil und seine Videos ganz cool, und hat mir auch durch eine schwierige Zeit der Depression so ein bisschen geholfen, die ich letztes Jahr so im Winter etwa hatte, als auch mein Kanal eben hier so ein bisschen drunter leiden musste, mit einer langen Abstinenz von mir. Und ja, in der Zeit hat mir das doch geholfen. Was ist euer Ziel auf YouTube und was wollt ihr erreichen? Also mein Ziel auf YouTube ist es eben, den Leuten hier Spaß zu bereiten mit meinen Videos, dass sie einfach sagen, hey, voll cool, gefällt mir voll und keine Ahnung, so Zeugs halt. Und was ich erreichen möchte, ist halt einfach eine solide Fanbase mit Leuten, die wirklich ihre Abos auch tatsächlich ernst meinen. Denn ich habe schon die ein oder anderen, also es gibt halt immer wieder irgendwelche Leute, die mir halt unter dem Video kommentieren, hey, voll toll dein Video hier, voll cool, und ich habe dir ein Abo drauf oder ein Like drauf gegeben und ein Abo noch dazu, wäre cool, wenn du dir meinen Kanal anschaust. Ja, dann gucke ich mir deren ihr Kanal an und muss halt feststellen, also ich finde dann deren Kanal cool, abonniere die auch, kommentiere sie, like sie und so weiter. Ich kann halt einfach aus Zeitgründen nicht immer kommentieren, ja. Ich arbeite halt eben ja bis relativ abends halt und kann dann meistens eh nicht viel mehr machen und muss noch nach Hause. Ich wohne halt alleine, muss mich halt auch eben um den Haushalt kümmern, ja, und so weiter. Und da kann man halt nicht immer das machen, worauf man Lust hat, sag ich mal. Und da muss man halt einfach schauen, dass man sich die Zeit da so ein bisschen einteilt. Und wenn ich halt selber am Produzieren bin oder am Machen bin, kann ich halt nicht einfach ewig lang noch Zeit auf YouTube mit Kommentaren verbringen. Ich gucke mir die Videos immer an und finde auch die Videos, die, ich sag mal, meine Freunde hier machen, sehr toll. Die Leute, die ich abonniert habe,
auch und gibt dann halt meistens ein Like drunter. Und wenn es halt dann zeitlich irgendwie geht, schaue ich, dass ich dann noch einen Kommentar drunter baller. Aber das ist halt nicht immer so leicht zu bewerkstelligen. Auf jeden Fall ist es halt so, dass dann die Leute einen abonnieren und dann vielleicht für 2-3 Tage eben da dabei bleiben mit dem Abo und irgendwann halt eben, wenn sie merken, hey, ihr habt mich tatsächlich abonniert, dann löschen sie deren Abo bei euch und das finde ich halt einfach irgendwo ein bisschen scheiße, ja. Das ist dieses typische Sub for Sub oder ich verarsche da irgendwie jemanden und weil ich der Meinung bin, der ist eh blöd und merkt es nicht. Und da muss ich euch leider enttäuschen. Ich merke sowas und ich finde das eigentlich ein bisschen peinlich. Ja, weil es ist einfach nicht ernst gemeint von euch, euer Angebot hier oder generell. Ich muss mich einfach dann immer hinterfragen, ob ihr wirklich euch das Video tatsächlich angeschaut habt oder ob ihr einfach nur gesehen habt, hey, der macht da auch so YouTube-Videos, den könnte ich theoretisch mal irgendwie sowas Tolles unter seinen Videos schreiben und der wird da auf jeden Fall gleich hellhörig werden und mich dann abonnieren, weil ich ihn abonniert habe. Sorry, also ich mache nach wie vor weiter mit meinen momentan noch 81 Abonnenten und würde genauso weitermachen, wenn es nur 20 wären. Das ist mir eigentlich scheißegal. Es geht mir einfach darum, dass ich Spaß habe. Und das sollte man einfach sich immer vor Augen halten, dass man mit dem, was man macht, halt eben Spaß hat und dass man sich da nichts von irgendwelchen Leuten sagen muss oder sagen braucht. Und klar, natürlich gibt es Leute, die halt mehr Abos haben wie man selbst und das ist natürlich manchmal auch ein bisschen ärgerlich, weil man sich halt fragt, hey, ich stecke ja eigentlich genauso viel Zeit rein und so und ja, warum läuft es bei mir nicht so? Es ist halt einfach so, keine Ahnung. Vielleicht bin ich doch nicht so cool, wie ich denke. Ja, deswegen. Aber hauptsächlich möchte ich einfach damit erreichen, dass Leute Spaß haben und ja, eventuell klappt es ja irgendwann mit ein paar Abos mehr und ein bisschen, ich sag mal, mit einer Bestätigung einfach, dass man seinen Job hier gut macht, ja. Und das ist so das, was ich so erreichen möchte. Und als allerletzte Frage hätten wir von Retro Juli hier die Frage Nummer 11. Und zwar, haben euch meine Fragen gefallen? Natürlich haben euch, mir haben alle eure Fragen gefallen. Sei es die von dir, Retro Juli, oder die von LichtwolfJM. Ich fand die Fragen sau cool. Ich persönlich musste jetzt natürlich 22 Fragen ausdenken und musste dann eben den einen oder anderen hier auf YouTube stellen und lasst euch überraschen, wen es trifft. Ihr seht es natürlich hier in der Videobeschreibung, wen es dann tatsächlich getroffen hat und ja, könnt natürlich darauf antworten beziehungsweise eben ein Video dazu machen oder es auch bleiben lassen, wie ihr eben möchtet. Ich würde einfach mal sagen, das soll es damit auch gewesen sein. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, falls es eine Frage dabei gab, die euch interessiert hat, wo ihr halt sagt, hey, das hat mich schon immer interessiert, dann hoffe ich, dass ihr auch damit beantwortet es. Ansonsten könnt ihr mir auch gerne schreiben und mich auch Sachen fragen, ja, die euch eben brennend interessieren und ich werde auch diese beantworten. Genau, in diesem Sinne, Leute, haut rein, viel Spaß und bis zur nächsten Folge. In diesem Sinne, ja, wie gesagt, bleibt sauber, haut rein und ciao.